Ein lustiger Film aus Knete und zwei Rollenspiele für Japan-Fans. Das sind die Neuerscheinungen der Woche. In Early Man bricht ein neues Zeitalter an. Valkyria Chronicles 4 sorgt für malerische Kriegsgefechte. Und Xenoblade Chronicles 2 erhält eine riesige Erweiterung. Schnappt euch einen Speer! Oh, der piekst! Der junge Höhlenmensch Doug lebt mit seinem Stamm glücklich und zufrieden in einem Tal. Doch die Idylle wird eines Tages jäh zerstört. Attacke! Die Steinzeit ist Geschichte! Och lebe die Bronzezeit! Der mächtige Lord Nuth hat es auf die Bodenschätze in Doug's Tal abgesehen. Doch so schnell gibt ein Höhlenmensch nicht auf. In der fortschrittlichen Bronzestadt gerät Doug nicht nur ins Staunen, sondern versehentlich auch mitten in ein Fußballspiel. Doch genau das ist seine Chance. Wir fordern euch heraus! Wenn wir gewinnen, bekommen wir unser Tal zurück! Abführen und töten! Ganz langsam! Ihr habt es sicherlich schon erkannt, hinter Early Man stecken natürlich die Macher von Wallace & Gromit und Shaun das Schaf. Und auch bei diesem Knet-Animationsfilm erwartet euch ziemlich verrückter Humor und Unterhaltung für die ganze Familie. Early Man Steinzeit bereit bekommt ihr jetzt auf DVD und Blu-ray bei Expert. Weiter geht's mit den Spieletipps der Woche. Den Anfang macht Valkyria Chronicles 4, das euch in ein fiktives Weltkriegsszenario versetzt. Im Zweiten Europäischen Krieg stehen sich die Osteuropäische Imperiale Allianz und die Atlantische Föderation gegenüber. Und mittendrin sind Commander Claude Wallace und seine Freunde, die gemeinsam das Squad E bilden. Damit spielt Valkyria Chronicles 4 zur gleichen Zeit wie der erste Teil von 2008, stellt aber ganz neue Charaktere in den Mittelpunkt. Und mit diesen müsst ihr spannende Missionen in Form von rundenbasierten Gefechten bestreiten. Wie schon die Vorgänger ist Valkyria Chronicles 4 nämlich ein Strategierollenspiel, das mit seinem sogenannten Blitzkampfsystem aber auch Shooter-Elemente enthält. Eure Einheiten setzen sich aus diversen Klassen zusammen, die ebenso wie die Ausrüstung hochgelevelt werden können. Zudem gilt es im Kommandomodus das Squad zu organisieren und klug aufzustellen. Bei all dem sticht das Spiel mit seinem einmaligen Grafikstil hervor, der comichafte Effekte, japanischen Anime und Aquarellmalerei miteinander vermischt. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an Valkyria Revolutions, was letztes Jahr erschienen ist und die Taktikgefechte gegen Echtzeitkämpfe ersetzte. Das kam aber bei Kritikern und Fans überhaupt nicht gut an, sodass dieses neue Spiel sich jetzt wieder auf die Wurzeln der Serie zurückbesinnt. In Japan ist Valkyria Chronicles 4 schon seit März erhältlich und kassierte ziemlich gute Wertungen ein. Jetzt erscheint es auch hier, für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC, natürlich bei Expert. Unser zweiter Spieltipp der Woche klingt ein bisschen ähnlich und ist ebenfalls ein japanisches Rollenspiel, ist aber ansonsten ganz anders gelagert. Denn in Xenoblade Chronicles 2 Torna The Golden Country erkundet ihr eine bunte Fantasy-Welt und erlebt dort ein episches Abenteuer. Schon Ende letzten Jahres ist Xenoblade Chronicles 2 für die Nintendo Switch erschienen. Torna The Golden Country ist jetzt eine umfassende Erweiterung, die man aber auch spielen kann, wenn man das Hauptspiel nicht besitzt. Erzählt wird dabei die Vorgeschichte zum Hauptspiel, die euch um 500 Jahre in der Zeit zurückversetzt. Für das Add-on wurde eigens das Kampfsystem überarbeitet und zum Teil vereinfacht, auch wenn das in diesem bunten Wirrwarr vielleicht nicht danach aussieht. Doch lasst euch von dem augenscheinlichen Chaos nicht täuschen, denn natürlich wird man zu Beginn ganz sachte in die Spielmechanik eingeführt.
Xenoblade Chronicles 2 ist eines der größten und erfolgreichsten Rollenspiele für die Nintendo Switch. Mit Torna The Golden Country könnt ihr das Abenteuer nun fortsetzen oder einfach neu einsteigen. Sowohl die Erweiterung als auch das Hauptspiel bekommt ihr natürlich jetzt bei Expert. Das waren die Entertainment-Tipps der Woche und das Angebot der Woche, das habe ich für euch hier unten als Video verlinkt. Aktuell gibt's die Oral-B Pro 2 2500 für nur 39 € bei Expert. Alle Infos dazu gibt's im Video.